Squingle ist für 14,99 € via Apple App für eure Quest verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck zu diesem Game. Wollt ihr wissen, wie ihr Apple App Games auf eurer Quest installieren könnt und was Apple App überhaupt ist, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da habe ich es euch ausführlich und verständlich erklärt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Squingle. So, und da sind wir im Ladebildschirm zu Squingle. Da bin ich mal gespannt. Hierzu gibt es übrigens auch eine kostenlose Demo. Das heißt, wenn ihr das erstmal ausprobieren wollt, dann müsst ihr eben Squingle suchen. Und dann zeigt ihr euch zwei Anwendungen unter App Lab an. Easy to play, play. Credits, Options, gucken wir mal. Haptics, Englisch, Français, Deutsch. Guck mal, das ist doch sogar für eine App Lab Anwendung relativ geil. Guthaben? Credits, oh mein Gott, ist das schlecht übersetzt. Ja, Credits, ne? Hm. Spielen wir. Ich will kein einfaches Spiel. Alle Level. Okay, mit der Textfassung oder mit der Sprachfassung hakt es noch ein bisschen. Form 1. Okay, ja. Ja, machen wir das. Wie kann ich starten? So, starten wir. Ich weiß noch nicht ganz, was wir machen müssen. Nächste. Wie schön, dass du hier bist. Du kommst so selten. Das Universum wird sich nicht selbst erschaffen. Oh, wir müssen das Universum erschaffen. Mache das Sein. Du tust das Tun. Was? Und am Ende zeigt sich der Grund für alles. Beginnen wir damit, den Raum zu manipulieren. Verwende die Trigger, um dich zu bewegen und zu drehen. Geschafft, greife in die Leere, um Dinge zu bewegen. Großartig. Ja, so, ne? In Squingle musst du die Kugel mit dem Trigger greifen und zum Ziel führen. Wenn zwei Kugeln erscheinen, wird Timing und Drehrichtung entscheiden. Jetzt tief durchatmen, langsam ausatmen, los geht's. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Was sollen wir denn machen? Guck mal, hier kommen wir. Okay, das war jetzt der Weg zum Ziel. Durch dieses gedärmartige. Das ist das Ziel. Hier ist unsere Kugel. Okay, guck mal, hier können wir die Bällchen mit einsammeln. Okay, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, wenn wir die Kugeln einsammeln. Neuer Rekord, okay. Mal da irgendwie hin zu dieser Kugel. Guck mal hier, das. Na, guck mal, da können wir so mitnehmen und dann ab ins Ziel. Also wie so ein kleines Rätselgame, was ich gerade ganz sympathisch finde. Ehrlich gesagt, guck mal, hier haben wir zwei. Ach, guck mal. Hier haben wir zwei Kugeln, die sich so zurecht drehen, so ein Orbit umeinander fliegen. Da muss man natürlich gucken, guck mal hier auch, dass das Gedärm nicht allzu sehr gestretched wird. So. Sieht echt aus wie so ein Darm, wo man das durchzieht, ne? Jetzt weiß ich auch, was der mit Timing meint. So, weil sonst, wenn wir zu nah an den Rand kommen, dann ploppt das so, wie wir es gerade gesehen haben. Und dann müssen wir von vorne starten. Und hier müssen wir dann immer die Engpässe abwarten. Ja, guck mal, ah, genau, hier ist dann wie so ein Checkpoint. So. Verdammt. Guck mal, können wir hier die Drehrichtung ändern? Ah, das ist wichtig. So rum brauchen wir die Drehung jetzt gleich. Ach Mensch. Jetzt müssen wir uns hier durchsquingeln, genau. Habt ihr gesehen? Genau in der Richtung. Und jetzt müssen wir uns so rumdrehen, dass wir hier. Und jetzt nochmal. Boah, okay, okay. Also das Spiel, das ist echt cool. Also ein cooler Rätsler für die Quest.
Ui. Jetzt hier wieder uns durchsquingeln. So, haben wir eingesammelt. Checkpoint. Das ist hier das Ziel. Ne, warte mal. Nee. Ach, wir müssen jetzt noch mal die Drehrichtung andersrum. Oder können wir den so auch einmal kurz anstupsen? Nee, ich will... Nee, da kommen wir auch nicht durch, verdammt. Da müssen wir... Nein! Wir haben hier unsere grünen Bällchen aber nicht verloren. Jetzt müssen wir hier... Ja, guck mal so. Haben wir nicht alle eingesammelt, aber da seht ihr, ihr habt dann noch die Möglichkeit... Ach Gott, guck mal, die werden ja immer größer. Jetzt drehen die sich so. Huiuiui. Das sind hier so wie Hindernisse oder was? Checkpoint. Hier können wir nochmal die Drehrichtung ändern. Jetzt können wir hier richtig drum rumlaufen und von hier auch mal gucken. Da kommen wir jetzt nicht durch. Ach, guck mal hier. Das sind zwei Röhren nebeneinander. Da kommen wir so durch. Okay. Drehrichtung geändert. Hier müssen wir einmal ändern wieder. So rum. So, da sind wir wieder. Checkpoint. Jetzt hier kommen wir relativ. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Ziel. Oh nein. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir drehen uns so rum. Oh mein Gott. Ja, aber das ist richtig. Wir nur gucken, dass der hier oben durchgeht und dann sind wir hier im Ziel. So. Oh mein Gott, ich bin gewandert. Ich merke es gerade. Es sind immer sehr immersive Spiele, wo man dann anfängt zu wandern. Ich denke mal, so langsam reicht das schon, um so einen Eindruck zu bekommen. Oh mein Gott, wie ist das denn hier geregelt? Ja, da müssen wir andersrum, so. Ach, shit. Boah. Guck mal, da muss ich so drehen und... Da oben ging es auch lang zum Ziel, aber das ist ja keine Herausforderung. So. Ja gut, das war jetzt nicht gut gelöst. Wir haben einen Punkt noch verloren. Trotzdem neuer Rekord, sagt er. So, eins gucken wir uns noch an. Ich denke, dann sollte es reichen. Guck mal, jetzt hier, sei wachsam, bla bla bla. Werde diese grünen Dinger, fragst du, bla. Überspringen, komm. Sammel nicht so viel. Oh. Da müssen wir es teilweise dann richtig schnell rein, damit es passt. Gott, wie geht der denn? So schnell geholt. Nächster Speicherpunkt. So ein bisschen stretchen können wir das Ganze. Aber nicht überstretchen. So, wir drehen uns richtig rum. Die Bällchen folgen. So, Ziel. Ja, Leute, und so funktioniert Squingle. Es wird immer, guck mal, hier seht ihr auch neuer Rekord, 4 von 4. Und so wird es immer ein bisschen komplizierter. Ich muss sagen, das Ding funktioniert schon ziemlich problemlos dafür, dass es jetzt hier auch über AppLab verfügbar ist. Und hier seht ihr halt, welche Level ihr perfekt gemacht habt, was wo noch fehlt, wie die Level aussehen. Und könnt ihr jetzt hier noch mit anwählen. Ihr könnt sogar, tritt gegen deine beste Zeit an. Das können wir uns ja nochmal angucken. Guck mal, jetzt hier beispielsweise in Level 3 treten wir jetzt selbst gegen unsere beste Zeit an. Ja, guck mal hier, das, guck mal hier. Dann könnt ihr das Ganze so ein bisschen aufs, ach, jetzt habe ich natürlich den nicht mitgenommen. Neuer Rekord, ja. Was ist das jetzt hier? Neuer Modus freigeschaltet. Ach, guck mal, ey, jetzt können wir uns das hier, jetzt, wir sind die Kugel. Wir können uns angucken, wie wir die Kugel hier
geflutscht haben. Und rein. Das sieht aus. Leute. So, pass auf hier. Das Wunder der Geburt. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Pressen, pressen, pressen. Ich sehe das Licht, da muss ich raus. Da kommt es ja. Erschreckt es. Und die groben Handtücher. Zeigen Sie es der Mutter. Das genügt. Gut. Stellt sie ruhig ab. Nummeriert das Kind. Bestes Blutgruppe feststellen, isolieren und weg mit dem Balk. So ungefähr. Das ist Squingle. Ach, das ist ja cool, dass man sich das nochmal angucken kann. Und ja, hier habt ihr dann... Ich weiß gar nicht, guck mal hier. Das Ding heißt echt... Ah nee, das war noch Form. Guck mal, das nächste heißt sogar Geburt. Ach, da guck mal, da könnt ihr euch schon mal angucken, welche Level da kommen. Wie viele haben wir denn hier? Ach, guck mal, das ist echt... Liebe und Erwachen, das ist ja echt viel. Ihr habt dann noch so einen einfachen Modus, Spielen-Modus. Und da könnt ihr dann halt in der Highscore auch gegen andere antreten. Und ich muss sagen, mir gefällt das Ding ganz gut. Es könnte ein Ticken billiger sein, günstiger sein. Für einen Zehner wäre das hier auch vollkommen in Ordnung. Aber es kostet nun mal 14,99 € und es handelt sich hierbei um ein aus meiner Sicht cooles Game. Eure Meinung schreibt ihr bitte in die Kommentare. Ich bin gespannt von euch zu lesen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials zu eurer Quest hinterlegt. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!